Boah, das ist so ein Honk. Ich weiß. Ach, leckt mich doch alle am Photonentorpedo. Seid mir gegrüßt, meine lieben Freunde. Wir sind hier im Tempel des Todes. Da oben steht mein pissendes Tier und wir gehen weiter hier die Leitern hoch. Und ich habe ein bisschen nachgedacht. warum eigentlich nicht diesen Fluss hochschwimmen? Warum denn versuchen, irgendwie durch die Lava durchzukommen? Ach, schlau, ne? Ich weiß es natürlich nicht, ob das funktioniert. Ihr habt ja gesehen, manche Flüsse, da kann man nicht hochschwimmen. Also manche, da sieht man, oh, richtig Strömung, völlig unrealistisch, da hochzuschwimmen. Und die Dame hier, ne, wie so ein Delfin hüpft sie da hoch, ne? Und dann habt ihr vorhin einen Fluss gesehen, oder besser gesagt vor, ich glaube, 2 oder 3 Folgen. Da konnte man nicht hoch. Ich glaube zum Beispiel, dass man diesen Wasserfall hier nicht hochschwimmen kann. Aber warum sollte man, Geschichte der Drachenritter, warum sollte man einen Fluss hochschwimmen können, der diesen Wasserfall speist? Ja, es wäre schön, wenn dem so wäre, weil ihr habt ja gesehen, man verbrennt ganz gerne mal da oben. Oh, sieht geil aus, ist gut gemacht, das Ganze hier, ne? Wie macht der das? Der hat doch gar keine Teleporter-Rune. Guck, da geht ein Fluss, der geht den ganzen Weg hoch. Warum hüpft die wieder runter? Alter, was ist hier los? Digga! Sieh gefälligst zu, dass du da hochkommst. So. No, ich sehe das nicht ein. Ich werde versuchen. Oh, ja, es funktioniert. Guck mal. Normalerweise würde man hier drin gekocht. Boah, sieht das scharf aus. Alter Schwede. Also gut gemacht, das Ganze. Ich bin hart beeindruckt. Oh, ein grüner Baum da oben. Dass der noch nicht Feuer gefangen hat. Oh, my dear. Ich spiele für dich Klavier. So, ehe ich hier rausgehe, werde ich mal lieber den Schnellspeicherstand überschreiben. Ich bin schon ein Teufelskerl. Okay, dann lass uns da hochhüpfen. Ah, funktioniert tatsächlich. So, möglichst weit von der Lava entfernt bleiben. Man weiß ja nicht, ob wir sofort zu Charcoal verbrannt werden. Habe ich denn ein Vieh dabei? Wo ist mein Vieh? Vieh! Guck mal, da drüben ist eine Truhe. Wollen wir uns die holen? Das wird doch nicht funktionieren. Komm, lass uns das gucken, ob das geht. Boah. Nee, besser nicht. Besser mal nicht, Digga. Warte. Unser Tier hat sich verhakt. Deswegen müssen wir es leider loswerden. Soll ich jetzt den Gag bringen mit Tears for Fears? Hast du doch gerade. Digga, wir müssen jetzt warten die ganze Zeit. Aber dann gehen auch die Lebenspunkte hoch. Ja. Also, dann rede ich jetzt hier einfach mal. Ja, und so habe ich mir gestern meine Kamera geholt. Und das war so was von abgefahren bei Mediamarkt, ne? Ich wusste ja nicht, dass es da so ein Ort gibt, wo man das abholt. Da hat man mich nicht darüber informiert, dass draußen quasi so eine Lagerrampe ist, ne? Wo man halt die Bestellungen abholt. Und dann habe ich im Laden gefragt und da war so ein dicklicher Mensch und der sagte, man holt die Bestellungen vorne an der Information ab. An der Information sagte man mir, man holt sie an der Kasse ab. Und als ich dann das zweite Mal gewartet hatte an der Kasse, sagte man mir an der Kasse, ja, du musst nach draußen gehen und da ist dann da dieser Schalter. Ja, Inkompetenz überall anzutreffen. Hier ist nicht der richtige Ort dafür. Warum? Warum ist hier nicht der richtige Ort, um einen
mein fucking Wesen zu beschwören. Okay. Jetzt habe ich gar nicht gespeichert, aber ich habe kurz davor gespeichert. Darf ich hier? Schnapp sie dir! Ja, schnapp sie. Okay. Das ist eine Schnapsidee. Okay, pass auf. Wir packen das. Du hast es weiter geschafft, als ich dachte. Gut. Hier können wir uns unter den allsehenden Augen meines Meisters bekämpfen. Meister. Gedanken lesen. 400 EP. Nee. Bereit, wenn ihr es seid. Ich dachte nicht, dass Männer wie ihr einem Meister dienen. Das tue ich aus freien Stücken. Lord Lycan will einfach nur die Leichen derer, die wir töten. Also Lycan will Lycan haben. Das macht Sinn, aber deswegen tue ich ihn nicht liken auf Facebook, weil er liken mag. Also liken mag liken, deswegen kann ich ihn nicht liken. Und ich kann ihn auch nicht leiden. Okay, okay. Das Geld. Die Beute. Ha! Alles meins. Bald werde ich der reichste Mann von ganz Revelon sein. Aber du Vogel, weißt du, dass du ein Klischee bist? Du wirst mich nicht aufhalten, kleiner Eindringling. Zeig dich in Stücke zu schneiden. Okay, das kannst du gerne mal versuchen, Vogel. Ja. Keine Sorge. Das ist nur einer von vielen Todesfällen in Lord Lycans Experimentierkammern. Du bist irgendwie ein ganz schöner Fanboy, ne? Pass mal auf, du kriegst jetzt gleich mal richtig auf die Fresse. Och, weißt du, guck mal. Den mache ich einfach per Bogen fertig. Och, ein bisschen zaubern kann ich auch. Ich kann nicht. So, damit haben wir den letzten Banditen übrigens, den wir holen sollten. So, nämlich Jagons Halskette des Wolfes des ewigen Verbrennens. Wunderschön. Wahrscheinlich Diamant. Heldenhaft ausmerzendes edles schweres Armeeschwert des Vampirs. Nicht schlecht. Okay, also das müssen wir abgeben leider, das Schwert. Ich finde das schade. So. Nun, wir sind hier. Achso, die sind alle leer. Doch, ne, auch leer. Okay, ich muss mal. Nee, wir können sowieso nicht zurück. Also, wenn, dann habe ich es verkackt. Also, wenn wir nicht zurück können. Oh. Knochendrachenschweifstück. Die Knochen von Drachen sind fast so stabil wie Metall und eignen sich daher besonders gut für Exoskelette, die schuppige Haut des Drachenritters vor den scharfen Klauen der Wyvern schützen. Die Verwendung der Drachenknochen wird jedoch von den meisten Wesen, die Gestalt eines Drachen annehmen können, als respektlose Schändung der mächtigen Überreste ihrer toten Meister angesehen. Ja, okay. Trank für enorme Intelligenz. Weißt du, da weiß ich nichts mit anzufangen. Intelligenz, nee, nicht so meins, Digga. Okay, sieht nicht gesund aus. Oh, geiles Bild. Habe ich etwa einen neuen Leichenlieferanten? Ich liefere die keine Leichen. Gedanken lesen. Nee. Vorfahren. Gut. Jagon hat angefangen herumzutrödeln. Ein neuer Leichenlieferant, der wird nicht mehr trödeln. Ihr werdet also für einen Drachenritter gehalten. Der wird nicht mehr trödeln. Achtet darauf, dass ihr das auch nicht tut. Ihr müsst die Liefermenge erhöhen. Ich brauche viele Probanden für meine Experimente. Du bist widerlich. Deine Stimme und deine Fresse. Du siehst so kacke aus. Versucht, einige junge Frauen zu beschaffen, sie... Damit weißt du doch sowieso nichts anzufangen mit deinem vertrockneten Pimmel. Entschuldigung. Aber was ist das? Ihr, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Doc, ich bin ein Drachenlitter und auch gleichzeitig ein Drachentöter. Und ein Drachenpöter und ich mach dich platt.
Der Drachenturm gehört mir. Ihr werdet ihn nicht besitzen. Ihr dürft ihn nicht besitzen. Das werden wir ja sehen, meine Alte. Oh ja, was tut er? Ihr habt Tempel des Todes erfolgreich abgeschlossen. Bitte wählt eure Belohnung. Ja, aber gerne, Digga. Natürlich nehme ich das. Kann ich das auch? Nö, kann ich natürlich nicht. Okay. Ja, immer. Euretwegen hat gerade ein mächtiger Nekromant sein Gewand durchnässt. Eine erstaunliche Leistung, muss ich sagen. Das finde ich sehr gut. Aber dieser Möchtegern-Drachenritter kann warten. Wir sollten unser Hauptaugenmerk auf den Maxos-Tempel richten. Oh, my dear. Ich werde dich, nein, ich kann dich ja gar nicht töten, sonst muss ich mich selber töten. Wollt ihr wieder nach draußen gehen? Ja. Also diese Türen da werde ich wohl nicht öffnen können. Hä? Wo hat's mich denn hierhin gespawnt? Degi. Na, ihr? Vorne ist ja auch noch ein Vogel, der irgendwie, der hat uns ja hier den Auftrag gegeben. Oder haben wir den schon? Kevin, geh mal aus dem Weg. Entschuldigung, aber das ist einfach die Steilvorlage, ne? Die Steilvorlage. So, jetzt werden wir dann gleich mal drei Teilquesten abgeben. Und tatsächlich damit dann auch die komplette Queste mit der Banditen-Hatz vollenden. Ist das nicht geil? Digga. Da steht mir der Lurch, ey. Alter, dieser Liken, ne? Den kann ich einfach nicht liken. Weil er liken haben will. Moin, Zen. Sieg! Das ist ein großer Tag für den neuen Orden. Aber viele sind gestorben. Wir sind jetzt beim Göttlichen und können dafür nur beneiden. Ich könnte dich auch zum Göttlichen schicken. So, meine Lieben, dann werden wir mal kurz die Questen abgeben. Was war denn noch? Lass mich mal ins Tagebuch gucken. Lovis Hinterlassenschaft. Ah ja, ja, den Stein. Ja, mir wurde gesagt, den kann ich ruhig. Mehr wurde mir nicht gesagt. Nur, dass ich diesen Stein abgeben kann. War sonst noch was? Eine heiße Spur, ich muss in den Maxos-Tempel. Alarmstufe Roteisen. Verbannte Seele, Lord Lovis, bla. Goblin-Herzen. Auf zur Jagd. Guck dir das an. Da. Hier. Juppig ist tot, Viper ist tot, Jagon ist tot. Ich bin so ein... Und er hat ja auch gesagt, falls ich sie alle kriege, gibt es nochmal einen dicken, fetten Bonus obendrauf, ne? Also ich bin gerührt, nicht geschüttelt. Wie James Bond. Wie sein... Was hat er immer noch getrunken? Martini. Ja, Martini. Ja, mag ich auch ganz gerne, aber Gin Tonic ist mir lieber. Oh ja, Gin Tonic oder Gin Fizz mit Maracuja-Saft. Also mit Maracuja-Nektar. Lecker, lecker, lecker. So, wir fahren. Mir wurde neulich gerade gesagt, man soll nicht über Alkoholgenuss in YouTube-Videos reden. Irgendjemand meinte sogar, das wäre verboten. Ich habe das jetzt schon so oft gemacht und habe vor laufender Kamera gesoffen. Und mir ist immer noch nichts passiert und meinen Kanal auch nicht. Kein Video wurde gesperrt. Aber vielleicht bin ich ja deswegen, kriege ich deswegen auch so wenig Empfehlungen. Ne? Empfehlungen. Ah, geil. Du, Hauptmann Roland. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ich hab Juppik getötet. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Denkt dran, dass es mehr Geld gibt, wenn ihr die anderen Banditen ebenfalls erledigt. Ich habe Juppik erfolgreich abgeschlossen. Bitte wählt eure Belohnungen. Ich bekomme Erfahrungspunkte. Aha. Ist eigentlich ziemlich am Müll hier, ne? Okay. Nehmen wir das so. Hundi? Was führt euch zurück in die Kaserne? Hundi, lass die Kaserne sauber. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Wie immer. Ah, jo.
Denkt dran, dass es mehr Geld gibt, wenn ihr die anderen Banditen ebenfalls erledigt. Alter, du wirst dich jetzt gleich wundern. Ihr habt Weiber erfolgreich abgeschlossen. Bitte wählt eure Belohnungen. Aha. Ja, wirklich nichts Besonderes. Wäre schön, wenn der Wert sozusagen dabei steht. Magische schwere Eisenaxt des Panthers gegen leichte Edelarmschienen des Zauberlords. Ich empfinde den Panther am geilsten. Okay. Huch. Wenn das so weitergeht, dann könnten wir sogar noch. Was führt euch aufsteigen. Zurück in die Kaserne? Ich hab Jagon getötet. Hier ist seine Halskette. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Ich kann nicht glauben, dass ihr tatsächlich alle erwischt habt. Das Trümmertal steht tief in eurer Schuld. Ja. Ich denke, eine zusätzliche Belohnung wäre angebracht. Ich habe hier die Rüstung von Hauptmann Jurak, meinem Vorgänger. Aha. Tragt sie mit Stolz, Drachentöter. Möge sie euch auf euren Reisen vor allen Übeln bewahren. Ich bin ein kleines Mädchen, ich kann keine Männerklamotten tragen. Oder ich will es auch gar nicht. Okay. Was haben wir hier? Leichter Edelbeinschutz des Tigers. Ein gewöhnlicher schwerer Eisenkriegshammer des Zaubererlords. Aber das hört sich besser an. Okay. Ja. Auf der Jagd erfolgreich abgeschlossen. Wählt eure Belohnung. Alter Schwede, das geht gut ab. Formel für geringe Schadenserhöhung. Aber ich nehme lieber... Oh, das ist diesmal schwer. Nö, ist es nicht. Okay. Ach so, ich habe noch mehr. Dann gib mal das. Warte. Oh, das ist aber geil. Moment. Geld weg. Aha. Fernkampfschaden 1 bis 5. Ist ja fast genau das gleiche. Das ist genau der gleiche Bogen, den ich habe. Nö. Wir hätten dann mehr Mana. Aber weißt du was? Da unser Gürtel so dermaßen beschießen ist, können wir den mal nehmen. Okay, gib her. Fünf wurden gesucht, fünf sind tot. Ihr habt eure Stärke unter Beweis gestellt. Nun setzt sie im Maxos-Tempel ein. Du sollst nicht nerven. Elftes Gebot, du sollst den Herrn, deinen Honk, nicht nerven, auf dass es dir gut ergehe in dem Land, das der Honk dir gegeben hat. Ich glaub, es hackt hier, Digga. Wisst ihr was? Diese Tür. Ich bin gleich wieder da. Wie viel ist denn aufgenommen? Ich bin gleich wieder da. Ach du meine Güte, jetzt muss ich mir aber viel merken, ey. 17 Minuten aufgenommen. So, ahoi meine Degen, das, hier hatten wir das letzte Mal gespeichert. Also das heißt, wir müssen Jagon nochmal erlegen. Was mir allerdings auch nicht schwerfallen wird. So. Erstmal wieder ein... Jetzt habe ich wieder mein Hundi. Dann brauche ich gar kein neues zu zaubern. Das ist fein. Wenigstens das. So, und dann geht's jetzt mal los, Digga. Du hast es weiter geschafft, als ich dachte. Gut. Keine Sorge. Geht's bald mal los, oder was? Digga. Hui. Ja, macht ihr ihn mal platt. Noch nicht. Wir machen das jetzt ganz schnell. Noch nicht. Ich mach nicht mal einen Zeitraffer. Boah, der hält sich aber tierisch schnell, der Typ. Ihm trotzdem nichts helfen. Noch nicht. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Alter. Diesmal gibt es Jagons Halskette und Dings und ein paar heldenhaft gewöhnliche Armee-Armschienen des Panthers des Geweihten. Ich glaube, das Schwert war besser. Alter, ich muss mir das merken. Diese Scheißtür da, ne? Also wirklich. Nahkampfrüstungswert 1, Fernkampfrüstungswert 1. Sehr schön.
Sehr schön, nehme ich. Und dann wollen wir doch gleich nochmal sehen hier. Nee. Der ist noch unerreichbar. Fernkampfschaden, Magieschaden. Nee, der goldene magische schwere Kompositbogen der Schlange ist besser. Und der ist mal richtig Müll. Okay, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich dieses Set jetzt nehme? Todesschlag. Nee, ist auch nicht so gut. Ich wollte jetzt allerdings hier nicht lange rumeiern, weil ihr wisst ja, ne? Das hat irgendwie jetzt schon genervt, dass wir jetzt hier... Digga. Vielleicht kriegen wir aber besseres Loot hier. Knochendraschen-Schweifstück.